Agenda, die, okay. Liebe Leute, wir haben wirklich heute nochmal ein sehr großes Stück vorangekommen. Wir sind ein großes Stück vorangekommen. Wir haben jetzt nur noch 30 Sekunden von der Choreografie. Wir haben es fast geschafft. Okay. Wir hatten heute Elastik. Wir sind an unsere Partner, wir bringen sie hoch. Wir haben das mit den Tu, 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 tu. Genau. Die Lieblings- Rechtes Bein hoch und linke Hand in die Hüfte. Die Lieblingsfigur von Claudia. Gefällt mir. Okay. Dann machen wir den großen nach vorne. Und wenn wir nach hinten gehen, wir drehen zusammen 180 Grad. Und es kommt die Welle. Wir haben noch nicht gesagt, wann wir machen das mit dem zum Publikum gucken und so weiter. Aber hier zum Beispiel mit der Welle, wir werden zum Publikum gucken. Ihr seid das Publikum. Okay. Wir machen den Großschritt nach vorne und danach den Kreuzschritt. Wir bringen unsere Partner in einen Schritt. Entschuldigung. Wir bringen unsere Partner in einen Schritt nach hinten. Ihr erster Schritt geht zwischen unsere beiden Füße und danach wir öffnen und wir kommen zurück. Und von hier wir halten beide Hände. Claudia möchte etwas sagen mit den genau, Armen. Genau, meine Arme sind gerade. Ich drücke ein bisschen nach unten zu meinem Partner und ich denke eher nach vorne mit meinem Körper als nach hinten. Und wir fangen an mit dem Kreuz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? Eigentlich wir machen das nur zweimal, weil danach werden wir unsere Partnerin nach hinten bringen und gleichzeitig nach vorne in den Elastik. Also das hier. Wir lassen unsere Hände rutschen und am Ende halten wir beide Hände und danach kommen wir zu unserer Partnerin. Wenn wir das in der anderen Richtung machen, wir haben einmal den Großschritt nach vorne, danach den Kreuzschritt. Wir machen einmal Kreuzschritt hier und jetzt unsere Partnerin nach unten bringen und hoch. Wir werden unsere Partnerin nach vorne bringen und machen danach das Sidret. Wir bleiben auf unserem rechten Fuß, weil wir möchten unsere Partnerin jetzt in diese Figur hier bringen. Ja? Und danach zurück. Wie machen wir diese Figur? Wir müssen schaffen, dass unsere Partnerin mit der Hüfte nach vorne geht. Ja? Unsere linke Hand muss immer Druck in diese Richtung machen und erstmal müssen wir ziehen ein bisschen mit der rechten Hand in diese Richtung und die Hände geht nach oben, so die Frau macht das hier, okay? Weil wir bringen sie in diese Richtung, aber wir stoppen sie in der Schulter, so sie muss mit der Hüfte gehen, hier, genau. Danach wir werden diese Hand loslassen und unsere linke Hand macht weiter den Druck in diese Richtung. Erstmal sie geht mit der Hüfte, jetzt ich lasse die Hand los und ich komme auf die andere Seite, ich lasse sie gehen und ich packe den Oberarm. Weil danach ich werde sie zurückbringen und in die nächste Welle in diese Richtung. Gut, von hier ich werde sie bringen nach rechts, die Frau macht einfach einen Schritt auf der Linie. 1, 2, 3 und von hier kommt eine links drehen mit der rechten Hand hoch, ich bringe sie. Hier. Aber wir wechseln nicht den Platz, okay? Wir müssen bleiben gegenüber von unserer Partnerin hier. Und jetzt, wenn wir sie nach vorne bringen, es kommen zwei Drehungen von uns, okay? Wenn wir haben 1, 2, 3, wir werden drehen bei 1 und bei 2, okay? Wir bringen sie nach vorne und dabei werden wir das Gewicht auf links verlagern hier und dann machen wir erste Drehung, wir müssen die Hand drehen und danach zweite Drehung auf unseren rechten Fuß. Ja, die Drehungen waren, wenn ich das jetzt in dieser Richtung mache, ich werde mein Gewicht auf links verlagern, ich drehe hier weiter mit dem rechten Fuß und danach mein rechter Fuß ist die Achse und ich werde nochmal drehen bis hier und danach kommt ihre Drehung und ich drehe weiter. Ja? Ich habe sie gedreht. Wir sind immer noch mit dem Publikum auf der Seite jetzt, okay? Hier einmal drehen, ich bringe sie nach vorne und ich drehe. Einmal, ich drehe meine Hand innerhalb von ihrer Hand und noch einmal und ich drehe nochmal die Hand. Und hier, ich füge die Drehung für sie, ich wechsle die Hand. Gut, dann kommt die Figur, wo wir Pendel machen. Für diese Figur, ich mag sie sehr, ist eine von meinen Lieblingsfiguren, so wie Claudia hat eine Lieblingsfigur, ich auch. Ich werde die linke Hand drehen. Und meine Hand ist nach unten. Ich bringe sie einen Schritt ganz normal nach vorne. Noch einen Schritt, sie verlagert das Gewicht auf rechts. Und dann in dem Moment, wo sie geht, ich werde ein bisschen mehr Schwung geben, damit sie den Kreis von dem Pendel macht, den ersten Kreis, okay? Sie bleibt mit dem Gesicht nach vorne.
Beide Hände sind mehr, auf der gleiche, mehr oder weniger auf der gleichen Höhe. Sie ist jetzt ein bisschen mehr auf der linken Seite und ich auf der rechten. Ich bringe sie nach unten und wir werden das Gewicht verlagern auf der anderen Seite. Ich bringe sie auch hoch. Okay? Wenn, ich die Figur, wenn wir die Figur in die andere Richtung machen, hier haben wir die Hand nach unten. Ich bringe sie nach vorne einen Schritt und jetzt hoch. Und ja, konzent, in meinem Körper gibt es schon wieder eine kleine Vorbereitung, weil ich möchte meine Beine hochbringen. Dann, wenn sie nach vorne geht, auf der Linie mit dem rechten Fuß, ich werde ein bisschen unten gehen und danach hoch. Und sie dreht weiter. Von hier die Hände nach unten bringen und Gewicht verlagern. Von hier, ich werde das Gewicht bringen auf meinen rechten Fuß, ich werde kreuzen und ich mache das, das Gewicht auf links verlagert. Hier. Und danach, die Hände werden Snake führen bei meiner Partnerin. Nehmen wir ein bisschen. Tschick, tschick, tschick. Werden Snake führen, aber die linke Hand führt den Snake nach unten und die rechte Hand muss bis zur Achsel von meiner Partnerin kommen. Okay? Genau. Ich bringe die linke Hand nach unten und hier. Andere. So kann ich ein Fenster öffnen. Wenn ich hier vorne kreuze, jetzt, ich bringe sie hier, ja, damit sie Platz hat. Also nicht beide Hände nach unten und danach öffnen, weil dann es ist sehr eng. Ja, es ist sie hier nach vorne bringen und hier. Gut, und das ist alles, was wir gemacht haben. Ja, so, nur 30 Sekunden und wir sind fertig. Okay, so, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nächste Woche.